Ja, da bin ich wieder zu unserem nächsten Kurzfilm. Ein Kurzfilm, in dem es, es wird wahrscheinlich einer der ersten Kurzfilme sein. Und in diesem Kurzfilm werde ich mal so eine Art Einstieg geben. Einstieg auch, da ich ja als Rückführungstherapeut arbeite, als Rückführer arbeite. Was ist denn überhaupt Rückführungsarbeit? Und was erleben Menschen bei Rückführungen? Und ich werde dabei, es ist immer so die Frage, manchmal, ich halte ja öfters mal Vorträge, kommt so die Frage von Menschen, was erlebt man denn so alles in Rückführung? Was kann denn da alles so kommen? Oder wie weit geht denn die Geschichte zurück? Und es ist manchmal schwierig, so eine Art Anfang darin zu finden, aber letztlich, es geht so weit zurück, wie auch unser Leben zurückgeht, wie unsere Existenz letzten Endes zurückgeht. Unsere Existenz geht so weit zurück, wie unsere Seele in ihre Existenz zurückgeht. Denn wer sind wir denn? Wer bist du? Hast du dich jemals gefragt, wer du bist? Und das ist oft eine schwierige Frage. Ich bin vor einiger Zeit mal einem spirituellen Lehrer begegnet, der mich so einfach so ad hoc gefragt hat, wer bist du denn? Wer bin ich denn? Dann habe ich angefangen zu überlegen und dann war mir klar, ich habe mich natürlich mit diesem Thema befasst, auch als Rückführer befasst und ich habe dann so ganz spontan gesagt, ich bin meine Seele. Und wenn ich jetzt wirklich von diesem Punkt ausgehe, ich bin meine Seele, ja, wann hat es denn angefangen? Diese Frage, dabei schmunzeln, weil das so eine Frage ist, die ich mal so ganz bewusst meinen Ausbildern in der Rückführungstherapie gestellt habe, in der Rückführungsausbildung gestellt habe. Wann hat denn alles angefangen oder wie hat alles angefangen? Und schmunzeln auch deshalb, weil ich eine für mich unbefriedigende Antwort bekommen habe. Die haben nämlich damals gesagt, Horst, das musst du selber rausfinden. Jetzt könnte ich natürlich auch sagen, das musst du, lieber Zuschauer, selber herausfinden. Aber natürlich habe ich ja auch viele Erfahrungen gemacht und es geht ja auch darum, diese Erfahrungen an die Menschen zu bringen. Also, wann hat alles angefangen? Viele Menschen, die in ihren Rückführungen auch mal ganz, ganz weit zurückgegangen sind, haben dann so etwas erlebt wie das, was man in der Wissenschaft so den Urknall nennt. Oder es gibt so den Begriff der Ursuppe. Oder manche kennen den Begriff der Urzentralsonne oder des Urlichtes. Also in der Art, wie wir gearbeitet haben in der Rückführungsausbildung, wurde der Begriff genutzt des Urlichtes, der Urenergie, der göttlichen Energie, aus der alles entstammt. Also nicht nur die göttliche Energie, nicht nur, nennen wir mal, Wesenheiten der geistigen Welt wie Engel und, alle Seelen, alles. Alles, was wir als Schöpfung kennen, alles, was der Schöpfung entsprungen ist, sozusagen von der Pflanzenwelt, die Tierwelt, die Steine, die Kristalle, die Planeten, restlos alles entstammt letztlich dieser Urenergie, dieses Urlichtes. Und als das haben sich nicht wenige Klienten eben tatsächlich auch irgendwann in ihren Rückführungen mal erlebt, nämlich als ein Teil dieses Urlichtes. Und es ist für diejenigen, die es erlebt haben, auch eine wundervolle Erfahrung gewesen. Zu spüren, ich entstamme dieser göttlichen Energie und was mich heute ausmacht, ist immer noch ein Teil dieser göttlichen Energie zu sein. Und vor allen Dingen immer noch mit dieser Energie verbunden zu sein, immer noch eins zu sein mit dieser Energie. Aber das haben wir als Mensch im Leben, in diesem Leben, in dem wir halt sind, ich als Horst, du als der du halt jetzt Zuschauer bist, immer noch Teil dieser Energie zu sein und dennoch als Seele mit einem Körper, in meinem feststofflichen Körper, in einem Leben als Mensch unterwegs zu sein. Ja, also das wäre sozusagen der Anfang, wo alles begonnen hat, das Urlicht. Irgendwann
haben sich die Seelen alle auf den Weg gemacht. Jede Seele in einer ersten Existenz, in vielen, vielen folgenden Existenzen. Und was dann halt dabei automatisch geschah, war das Aufnehmen unglaublich vieler Erfahrungen. Das, was auch der ursprüngliche Ansatz der Seele, der göttlichen Energie war, das, was an Wissen, an Weisheit, an allem, an Grundinformation da war, mit Erfahrung zu füllen. Erfahrung ist das, was du in deinem Leben machst. Alles, was du in deinem Leben an Erfahrung sammelst, ob es freudige Ereignisse sind, ob es glückliche Ereignisse sind, ob es mit Leichtigkeit gefüllte Ereignisse sind oder ob es eben auch das Gegenteil ist. So die duale Erfahrung, die von Leichtigkeit geprägt ist, hat genauso eben auch ihre Schwere in verschiedenen Situationen. Oder das, was von Freude geprägt ist, hat genauso auch ihre Traurigkeit in verschiedenen Situationen und so weiter. Also diese ganzen dualen Erfahrungen machen das Leben aus. Und das, was die Seele vom Ursprung her halt so auf den Weg geführt hat. Wenn Existenzen, Leben, Inkarnationen in einem feststofflichen Körper oder feinstofflichen Körper zu Ende sind, findet sich die Seele immer wieder an einem Ort oder an diesem Ort, den man halt so die geistige Ebene, die Lichtebene, wir Rückführer sprechen gerne von der Zwischenebene, andere nennen es die Zwischenwelt oder Michael Newton nannte es so das Leben zwischen den Leben. In dieser Phase des Lebens könnte man sagen, das Leben ist ja nicht nur das, was wir als Mensch hier erleben. In dieser Phase, in der die Seele wieder dahin zurückkehrt, wo sie herkommt, deshalb sagen dann auch viele, die in der Rückführung sind, ach, das ist ja unglaublich, das ist mein Zuhause. Ich komme jetzt wieder nach diesem Leben, nach diesem Sterbeprozess, nach diesem Wandelprozess aus dem feststofflichen Körper, jetzt komme ich wieder nach Hause. Und dieses Nachhausekommen ist so, wie wir es als Mensch kennen, wenn man vielleicht nach Jahren wieder nach Hause kommt zu seinen Eltern oder in seinen Heimatort oder so. Es ist einfach auch immer ein besonderes Gefühl. Und man guckt zurück, was hat man auf dem Weg alles so erlebt? Was habe ich in den letzten Jahren als Mensch erlebt? Würde ich jetzt nach dem Zurückkommen nach Jahren nach Hause halt sagen. Und hier ist es so, wenn ich in meiner Heimat, der Zwischenebene, wie wir Rückführer das dann nennen, zurück bin, dann schaue ich. Ich als Seele zurück, was habe ich denn da alles erlebt? Es gibt Helfer, da komme ich in einem anderen Kurzfilm noch mehr dazu, die mir halt helfen, diesen Rückblick zu führen. Und so reiht sich ein Leben auf das nächste, um immer weitere Erfahrungen zu sammeln. Erfahrungen, die zu mir, meiner Seele einfach auch dazugehören und dazu passen. Und die Seele, die im Grunde genommen auch über viele Leben so eine Art roten Faden hat, an dem sie ihre Leben vorbeigestaltet, einfach auch guckt, was kann ich denn alles an Möglichkeiten zu all den Themen, die ich erleben oder entdecken möchte, was kann ich denn alles so erfahren? Und wem kann ich alles begegnen? Und was kann auf dieser Begegnungsreise mit so vielen anderen Seelen alles so geschehen? Ja, und so folgen Hunderte, Tausende von Leben zum Teil in vielerlei Gestalt, in aller möglicher Gestalt. Vielleicht kommen wir auch da in anderen der Kurzfilmen noch zu. Es ist spannend zu betrachten, was wir alles erleben können und was wir alles erleben dürfen. Und so ist auch dein Leben heute. Dein Leben heute ist auch so, dass du selber mitgestaltest. Die vielen Möglichkeiten, die du hast, die darfst du alle ausschöpfen. Ob du dich lieber in Sicherheit wägst und in dem Rahmen bleibst, in dem du bist, oder ob du diesen Rahmen selber öffnest und dich auf den Weg machst und immer wieder neue Dinge erleben willst und dich für neue Dinge öffnest. Das ist in diesem Leben so und war auch in vielen, vielen anderen Leben so. Ich habe vorhin so dieses Nachhausekommen angedeutet und das ist vielleicht für das Ende dieses Kurzfilms vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, ein Punkt, der mir wichtig ist und wo viele auch nach ihren Rückführungen gesagt haben, was war es für ein wunderschönes Gefühl zu erleben, dass dieses Leben natürlich ein Ende hatte, aber dass nach diesem Leben etwas kam. Ich komme nach Hause und spüre, es gibt gar keinen Tod. Das, was ich immer gedacht habe, es ist irgendwo immer zu Ende, das gibt es gar nicht. Ich komme nach Hause und spüre, es ist ein Prozess, der so, wie ich es als Seele mit beeinflussen kann,
immer weitergeht, zumindest mal so weit auch, bis ich als Seele irgendwann halt vielleicht sage, ich habe alles erlebt. Das, was ich entdecken wollte in all meinem Leben, das habe ich erlebt und darf vielleicht diese Seelenreise oder erlaube mir, diese Seelenreise eben auch langsam zu beenden. Den Lebenszyklus nicht nur zu beenden, sondern vielleicht die Seelenreise so zu beenden, um in der geistigen Welt halt auch zu bleiben. Im erleuchteten Zustand, den Begriff kennen wir, es ist ein erleuchteter Mensch, eine erleuchtete Seele. Auch diesen Zustand, den werden wir alle irgendwann erleben. Wir alle werden irgendwann erleuchtet sein. Und in dieser Heimat, in dieser Lichtheimat unser Dasein pflegen und uns auch dort weiterentwickeln. Ja, vielleicht ist das etwas, was euch erstmal vielleicht auch eine neue Sehnsucht gibt. So die Sehnsucht, die eure Seele sowieso in sich trägt. Die Sehnsucht und die Leidenschaft, immer neue Dinge zu erleben und vor allen Dingen auch den Mut zu sagen, ja, es kann mir doch überhaupt gar nichts passieren. Wenn es immer weitergeht und wenn vor allen Dingen meine Seele ja eine ganz andere Heimat hat als die hier, nämlich die Lichtheimat oder die Zwischenebene oder die geistige Welt, dann können wir doch hier das Leben auch völlig anders gestalten. Also spürt euch mal hinein, was es mit euch macht. Und vielleicht erlebt ihr jetzt auch eine völlig andere Freude und vielleicht auch Gelassenheit und Vertrauen, um euer Leben vielleicht ein bisschen anders zu gestalten und mit mehr Freude und Lebensfreude zu erleben. Also viel Spaß dabei, nochmal im Reinfühlen, was macht es mit euch und vielleicht auch viel Freude bei den noch folgenden Beiträgen. Also habt eine gute Zeit und auf Wiedersehen.